So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir waren einkaufen, Pupsi hat was gesehen, hat sich eine Dose Schuldenbräu mitgenommen. Aber nicht Bier, sondern eine Limonade, und zwar diese Fassbrause. Schuldenbräu, Fassbrause, Cola, Orange, alkoholfrei. Mit Cola, Orangen, Malzgeschmack. Da ist sogar Malz drin, das sehe ich jetzt erst. Und da gab es auch noch eine zweite Sorte, und zwar hier dieses Erfrischungsgetränk mit Zitronen. Malzgeschmack, auch bei der Zitrone ist Malz drin. Auch Fassbrause von Schuldenbräu. Das halten wir mal kurz rein fürs Thumbnail, oder vielleicht halten wir es auch anders rein, ich weiß es nicht. Wir wollen es auf jeden Fall jetzt kurz testen, dann zusammenschütten in einen Bottich rein und dann gucken, wie es schmeckt zusammen, wenn wir eine Cola, Orange, Zitronen, Malz, Brausen, Fassgetränk haben. Wir machen zuerst mal hier die Zitrone auf. Das kommt jetzt aus dem Kühlschrank, ist also total kalt, da freue ich mich total drauf. Schuldenbräu kenne ich ja eben nur als Bier, Marke, Schuldenbräu, Fassbrause, Zitrone, alkoholfrei, vegan, Malzgeschmack. Bin ich mal gespannt, ob man das Malzige rausschmeckt und wieso ist da überhaupt Malz drin. Das weiß man nicht genau, das müssen wir jetzt mal rausfinden. Deswegen probieren wir jetzt mal, habt ihr das auch schon gesehen? Das gab es, glaube ich, im Lidl. Ich probiere mal die Zitrone, die hier sehr perlig daherkommt. Das sind so viele Perlen, die haben das ganze Glas ausgefüllt. Du kannst nicht reingucken, die Perlen verdecken die Sicht. Schmeckt gerade irgendwie wie Tomatensoße. Vielleicht liegt das aber daran, weil ich vorher Samyang Buddha gegessen habe. Cheese. Aber es kann auch die, es kann natürlich auch die Malznote sein. Du hast das Zitronige, aber nicht normal wie sonst als Limonade oder als Radler, sondern diese Malznote, die nochmal irgendwie leicht herb, lieblich, süßlich, herb war falsch, die leicht süßlich daherkommt und einfach so einen ganz besonderen, abstrakten Geschmack auf die Zunge legt. Ich glaube, da muss ich kurz noch mal so probieren aus der Dose. Ich muss sagen, das schmeckt echt interessant, echt genial. Bin ja nicht so der Zitronenfreund, aber in Kombination mit diesem Malz ist das so besonders, dass du irgendwie denkst, boah, das muss ich jetzt aber nochmal probieren und nochmal, auch nicht zu viel Kohlensäure, kannst du so also wunderbar trinken. Kommen wir mal zur Orange Cola, alkoholfrei, aber auch mit Malz. Hätte ja gereicht, wenn sie hier eine normale Orangenlimonade machen, als Fassbrause. Warum muss es Cola Orange sein? Riecht auf jeden Fall gut. Füllen wir es mal ein. Hat auch eine schöne Cola-Farbe. Boah, wenn Pupsi das weiß, dass das so gut schmeckt, da ist sie bestimmt gleich total hier. Aldi steht drauf, genau. Habe ich vorhin Aldi gesagt? Habe ich Lidl gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt ist es eingeschenkt im Berliner Luft. Gläschen. Da sind ein paar Perlen, die hoch sich zaubern. Wir probieren jetzt gleich direkt. Schmeckt auch wieder ganz anders als erwartet, aber schmeckt trotzdem gut. Es ist, weiß ich nicht, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich bin eigentlich begeistert. Die Zitrone passt, die Orange passt, die Cola-Note passt, ist nicht zu süß. Malzige Note dabei, habe ich so auf jeden Fall noch nicht erlebt, werde ich jetzt auch noch mal kurz so aus der Dose probieren. Richtig gut, muss ich sagen. Also wenn ich die nochmal sehe, wenn wir mal wieder in Aldi gehen, werde ich, glaube ich, nochmal zwei mitnehmen. Bin echt begeistert, kann nichts aussetzen, nichts Negatives dabei. Das passt alles mega erfrischend, mega lecker, malzig, zitronig, orangig, colaartig. Füllen wir es mal zusammen, probieren wir es mal zusammen für das Ende vom Video. Na, 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 na. Wir kämpfen wieder gegen den Schaum. So, das dunkle Colaartige mit dem Zitronigen hat sich jetzt ein bisschen vermischt und es sieht irgendwie so richtig feuerrot, also rubinrot. Rubinrot, wenn du von der Seite reinguckst, sieht das richtig gut aus. Von vorne erkennt man es leider nicht, weil du musst von hier oben drauf gucken,
und den Boden, wo das Licht wieder reinschimmert, dann zaubert das eine richtig gute Note. Man könnte auch einfach sagen, es hat eine Malznote. Eine Malzfarbe, eine Malznote, wie auch immer. Man muss aber den Rest noch aufschenken hier. Wir müssen noch ein bisschen Zitrone einfüllen. Und noch ein bisschen Cola Orange einfüllen. So. Und jetzt reicht das hoffentlich, dass wir es jetzt probieren können im auf die dicken Bierglas Cola Orange Malz Zitrone Fass Brause Schuldenfreude. Das war's von meiner Seite aus. Wenn ihr die schon mal gesehen habt, schreibt es mal rein. Kennt ihr das? Kennt ihr es nicht? Ich kann es euch empfehlen. Das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich merke, in letzter Zeit ist es ziemlich windig hier. Peace out. Verdammt gut, immer noch.